Hallo und willkommen in der ultimativen Sommerhitze, aber auch willkommen zu einer weiteren Episode im Kielwasser von Justin Pollard und seiner Biografie über Alfred den Großen. Am Ende der letzten Folge habe ich darüber erzählt, dass Alfreds Vater Æthelwulf tief von dem Wunsch beseelt war, nach Rom zu reisen. Eine solche Reise wäre wohl eine Art Wallfahrt gewesen, aber es wäre ebenso eine Reise von nachhaltiger politischer Bedeutung. Natürlich mit dem Ziel, Wessex näher an die europäische Politik zu bringen und natürlich strategisch relevante Kontakte zu knüpfen. Insbesondere angesichts der wachsenden Bedrohung der britischen Insel durch die Nordmänner, die Wikinger. Und die Wikinger hatten bereits mit der Landnahme einzelner Regionen begonnen. In den Jahren davor begnügten sie sich mit Plünderungsfahrten. Nun wollten sie das ganze Jahr lang über Ländereien herrschen. Doch für Æthelwulf war das eine ungünstige Zwickmühle. Obwohl eine fromme, aber auch diplomatische Reise in das Herz der Christenheit wegen den Wikingern eine starke Dringlichkeit besaß, konnte Æthelwulf wiederum nicht guten Gewissens das Reich für 9 oder 10 Monate verlassen. So lange konnte die Reise damals durchaus dauern. Insbesondere da ein König auch nicht im Galopp durch die Grafschaften und Herzogtümer reiten konnte, er musste auf seine Gastgeber eingehen und dies kostete Zeit. Doch 10 Monate fern von Wessex zu sein, konnte alles Mögliche nach sich ziehen. Machtübernahme durch einen untreuen Thane oder Witan oder ein größerer Angriff seitens der Wikinger. Ein verantwortungsbewusster König konnte in jenen Tagen kaum mehr als nur 2 oder 3 Wochen den symbolischen Thron verlassen. Und symbolisch meint hier, dass die sächsischen Herrscher damals nicht viel auf irgendwelchen Thronen saßen, sondern kreuz und quer im Land unterwegs waren, zumeist um in der Nachbarschaft irgendwelche Aufstände zu befrieden. Æthelwulfs Idee, seinen Sohn an seiner Stadt nach Rom zu entsenden, ist ungewöhnlich, doch bei näherer Betrachtung mutet sie mehr wie ein Geniestreich an. Es ist auf jeden Fall ein Zeugnis dafür, wie sehr Æthelwulf den Finger am Puls der Zeit hatte. Alfred war damals erst 3 Jahre alt, ging gerade auf die 4 zu. Doch seinen nächsten Geburtstag sollte der Prinz irgendwo in einer Herberge im Fränkischen Reich feiern. Natürlich wurde der Junge in einer entsprechenden Begleitung treuer Freunde und Gefolgsleute des Königs reisen, also Männer, die keinen Augenblick gezögert hätten, für den Jungen das Leben zu geben. Doch muss man auch berücksichtigen, dass dieses Vorhaben an sich nicht allzu exotisch war. Zu jener Zeit, und dies galt eben als eine der Errungenschaften des Christentums, das in allen Ecken Europas Fuß fassen wollte, zu jener Zeit gab es eine umfassende Infrastruktur für Pilger. Ob nun schon damals das Sprichwort »Alle Wege führen nach Rom« in Gebrauch war, weiß ich nicht. Aber es war wörtlich genau das. Und gerade die Reiseroute der britischen Pilger aus dem Westen besaß schon damals ihren eigenen Namen, der bis heute seine Gültigkeit hat, die Via Francigena, zu Deutsch die Fränkische Straße. Die christlichen Pilgerwege nach Rom boten äußerst preiswerte Herbergen, betrieben von Mönchen. Hier gab es Nahrung und Betten, aber man konnte auch mit Rat und allerlei Unterstützung rechnen, sodass eine solche Reise durch Westeuropa auch gelang. Was aber wichtiger war, die jeweiligen Herrscher entlang des Weges waren für die Sicherheit der Pilger verantwortlich. Dies war eben ein typischer Gegenstand der neuartigen mittelalterlichen Symbiose aus Oratores und Bellatores und ein Teil der christlichen Initiative, die Bellatores, also die Krieger, für eine gute Sache einzusetzen und sie mit Aufgaben zu betrauen, die eben nicht nur sozusagen dem Imperium dienten, sondern vor allem dem Sacerdotium, also dem Sakralen. Und die Mission eines Pilgers nach Rom oder zu einer Wallfahrtsstätte galt eben als ein höheres Ziel, das man eben beschützen musste. Æthelwulf hatte natürlich die Möglichkeit, Boten vorauszuschicken, die sich der Unterstützung der jeweiligen Herrscher versicherten. Einen entscheidenden Teil der Strecke würde durch Westfranken führen, wo seit dem Vertrag von Verdun in 843 König Karl der Kahle herrschte, ein Enkelsohn von Karl dem Großen. Die Reise eines so kleinen Jungen wurde natürlich in erster Linie als eine etwas niedliche Wallfahrt verstanden und weniger als eine politische Operation,
was sichtlich die Gerissenheit von Æthelwulf belegt, der natürlich wusste, dass all die Machthaber und Haudegen von einem kleinen Prinzen mehr als nur verzaubert sein würden. Und das Ganze war eine große Investition in Alfreds Zukunft, denn noch Jahrzehnte später würde es solche geben, die sagen würden, ich habe dich schon als kleinen Jungen in Rom gekannt. Übrigens hat es absolut keinen Zweck, sich in postmoderner Manier an der Frage abzuarbeiten, ob eine solche Reise nun eine gültige Pilgerfahrt war mit echten, aufrichtigen Motiven eines frommen Christen, die eben als Nebeneffekt die politischen Dimensionen zwischen Wessex und Rom, zwischen Wessex und Francia vertiefte, oder ob dies eine gerissene machiavellistische Strategie war, welche den Wallfahrtaspekt nur als ein Deckmantelchen benutzte. Der mittelalterliche Mensch dachte wohl nicht in diesen Dimensionen. Der Kampf gegen die Wikinger, und das betont Justin Pollard in seinem Buch, wurde natürlich auch als ein spiritueller Kampf verstanden. Hier wurde also nicht unterschieden. Natürlich erwartete man, dass eine Reise nach Rom dem spirituellen und politischen Aspekt gleichermaßen gewidmet war, und für einen Papst war beides schließlich voneinander nicht zu trennen. Wenn der König von Wessex Unterstützung gegen die Wikinger suchte, bedeutete es zugleich auch, dass er für eine Stärkung der Christenheit kämpfte, doch zugleich seine Seele als Christ stärkte. Die Innen- und Außenwelt galten da als sich gegenseitig bedingend. Da war also keine Berechnung in dieser Reise. Diese Art von Zynismus ist ja mehr eine Errungenschaft unserer modernen Ära. Aber natürlich war Æthelwulf ein König, der die Interessen seines Reiches vertrat und sich den neuen Gegebenheiten und Problemen seiner Zeit stellen musste. Somit war es natürlich seine Aufgabe, die Beziehung zu Rom und zu den Karolingern zu stärken, aber vor allem Wessex tiefer in das Bewusstsein der mitteleuropäischen Gestalter und Herrscher zu bringen. Natürlich war es Æthelwulf bewusst, dass sie in den Augen italischer und fränkischer Herrscher jener Zeit als Hinterwäldler galten. Und sieht man sich die welthistorische Rolle Britanniens an, so wird schnell klar, dass seine Initiative einen Prozess in Gang setzte, der über allen Maßen gefruchtet hatte. Aber kaum jemand käme damals auf die Idee, ihm vorzuwerfen, er benutze das christliche Dogma, um weltliche Ziele zu erreichen. Es war ja eben das Anliegen der Kirche, dass diese Sphären nicht getrennt behandelt wurden. Natürlich stellt sich der Historiker die Frage, warum Æthelwulf ausgerechnet den kleinen Alfred auf eine so mühsame Reise schickte. War es nur, weil es so schön drollig und süß war, wenn ein vierjähriger Prinz in einem kleinen Reisemantel die Thronsäle berühmter Reiche durchschritt und mit seiner kindlichen Stimme die auswendig gelernte Grußbotschaft von Wessex übertrug? War es nur, weil Alfred sein Lieblingssohn war? Nun, die Wahrheit ist vermutlich komplexer als das. Justin Pollard deutet an, dass man nicht vergessen darf, dass Alfred vermutlich der einzige Sohn war, den Æthelwulf real entbehren konnte. Seine erwachsenen Söhne waren bereits tief in politische und administrative Arbeit eingebunden. Einer seiner Söhne, namentlich Æthelbald, operierte als Æthelwulfs wichtigster Feldherr im Kampf gegen die Wikinger. Alfreds Reise begann in 853. Er befand sich natürlich in der Begleitung einer umfangreichen Entourage aus Beamten und äußerst wehrhaften Leibwächtern. Allerdings wurde diese Reise nicht als ein diplomatisches Tamtam veranstaltet. Alles geschah weitgehend ohne eine Beteiligung der Öffentlichkeit. Justin Pollard vermutet, dass manch ein Chronist in jenen Klöstern und Stiften, wo die Gruppe hielt und nächtigte, seine historische Chance vertan hatte, darüber zu berichten. Vermutlich etwas in Unkenntnis darüber, wer da eigentlich abgestiegen war. Aber das war okay. Diese Reise war nicht als wahllose Tournee durch Europa geplant, sondern besaß strategisch präzise Ziele. Eine wirklich nachweisbare Erwähnung in einer Chronik findet sich eigentlich erst in der Lombardei, und zwar in Padua, wo die Reisegruppe in einem Hostel abstieg, das St. Mary of the Britons hieß und wo man inmitten von Norditalien auf allerlei Landsleute aus Britannien stieß. Übrigens, für jene, die wirklich gut aufgepasst haben, in der ersten Episode hatte ich erzählt, dass die in Ungnade gefallene Edbur, die Tochter von König Offa von Mercia, die hier im Exil lebte, da sie ja im Verdacht stand, ihren Ehemann, König Beorhtric of Wessex, wenn auch aus Versehen vergiftet zu haben, hier gestorben ist.
Sie hatte hier als Äbtissin gewirkt und führte offensichtlich mit einem Landsmann, der zugleich Mönch war, hier eine indiskrete erotische Beziehung, was schließlich dazu führte, dass sie von dem Amt verstoßen wurde und angeblich bettelnd in den Straßen von Padua gesehen wurde. Die Sache erscheint nun sichtlich nachvollziehbarer, wenn man sich vergegenwärtigt, dass hier eine ganze Gruppe aus Exilbriten lebte, die offensichtlich ein kleines Kloster betrieben. Ich habe mir mal die Stationen dieser Pilgerreise genauer angeschaut. Die Abstände zwischen den Stationen variieren im Schnitt zwischen 15 und 35 Kilometern. Dies entsprach somit auch der üblichen Tagesstrecke, die zurückgelegt werden musste. Eine solche Reise geschah ja nicht im Galopp, auch nicht im Trabschritt. Auf diese Weise waren es rund 80 Stationen und Übernachtungen, allerlei Zwischenfälle und Verzögerungen nicht einkalkuliert. Die Entourage mit dem Prinzen war somit leicht 3 Monate unterwegs, bis sie Rom erreichte. Der kleine Alfred mochte sich über manch eine Stadt seiner Pilgerreise wundern, waren die meisten vermutlich urbaner als das, was er von zu Hause gewohnt war. Wir können aber nur spekulieren, wie schließlich Rom auf den Knaben gewirkt hat. Die Stadt der römischen Cäsaren und nun die Hochburg der Christenheit. Ob Ruinen oder aktuelle Bauwerke, Alfred mochte dort kaum ein Gebäude gesehen haben, das nicht größer war als alles, das er damals jemals in Wessex gesehen hatte. In seinen 4 Jahren kannte er letztendlich nur die hölzernen Königshallen seines Vaters und Häuser, die 2, im Extremfall 3 Etagen besaßen. Das Kolosseum war schon damals eher eine Ruine, doch war es dennoch das massivste Bauwerk, das der Junge jemals gesehen hatte. Der Prinzling wurde vom Papst Leo III. Empfangen und begrüßt. Leo galt als jemand, der tiefes Verständnis für den Kampf mit den Heiden besaß, wurde doch in der Zeit seines Pontifikats die Stadt Rom von den Sarazenen belagert und teilweise zerstört. Nur 4 Jahre zuvor hatte die päpstliche Armee bei Ostia einen entscheidenden Sieg gegen die Moslems errungen und die sarazenische Kampagne damit beendet. Leo III. Ist jener Papst, dessen Nachfolger angeblich die legendäre Päpstin Johanna sein sollte. Eine Person, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fiktiv ist, aber auf jeden Fall heutzutage manch eine Hitzewallung in den Gemütern romantischer Schriftstellerinnen auslöst, die sie in ihren historischen Romanen verewigen. Die Legenden um die Päpstin Johanna sind allerdings alt und tauchen wohl schon im 13. Jahrhundert auf, also gut 400 Jahre später. Das tut hier aber nichts zur Sache. Papst Leo galt als bauwütig, insbesondere wenn es um Verteidigungsanlagen ging. Und mit dem Geld des karolingischen Kaisers Lothar hatte er die letzten 4 Jahre nicht nur Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben, sondern auch ganz neue Befestigungsanlagen und Mauern, die man heute noch teilweise sehen kann, errichtet. Das Interessante ist, dass seine neuen Anlagen auch den Vatikanhügel einbezogen. Natürlich war damals der Vatikan noch nicht der Sitz des Papstes, das kam erst mit den Avignon-Päpsten im 14. Jahrhundert. Leo IV. Residierte wie seine Vorgänger im Lateran auf dem Celius-Hügel. Aber man kommt an dem Gedanken nicht vorbei, dass hier im 9. Jahrhundert Leo IV. Dem Vatikan-Hügel eine Standhaftigkeit verlieh, die ihn 400 Jahre später zu einer realistischen Option für den Heiligen Stuhl machte, nachdem der Lateran recht böse abgebrannt war. Aber ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall wird Leo gerne und stolz dem kleinen Jungen die neuesten Errungenschaften und die neuesten Verteidigungsanlagen der Heiligen Stadt präsentiert haben. Justin Pollard vermutet in seinem Buch, dass die Reisegruppe ihre Unterkunft in der Scola Saxonum fand. Dies war ein kleines Viertel am Rande des päpstlichen Stadtteils, das überwiegend von Alfreds Landsleuten bewohnt wurde, inklusive einer eigenen kleinen Marienkirche. 817, also 36 Jahre zuvor, hatte hier ein schlimmer Brand gewütet und vermutlich hoffte man darauf, dass mit dem edlen kleinen Besucher auch finanzielle Hilfe für den überfälligen Wiederaufbau kommen würde. Alfred sollte sich dieses Themas später in seiner Regierungszeit tatsächlich annehmen. In vielerlei Hinsicht mag der touristische Aspekt dieser Reise nicht viel anders ausgesehen haben, als es heute der Fall wäre, wenn wir nach Rom kommen. Doch einige Dinge waren damals doch sehr anders. So gehörte zum zentralen Ziel solcher fernen Reisen die Besichtigung von Reliquien. Das Christentum hatte für ganze Jahrhunderte eine sagenhafte und gänzlich realitätsfremde Obsession für Reliquien, also Gegenstände und Körperteile, die auf heilige Menschen zurückzuführen waren.
dass das Kreuz Christi angesichts all der erhaltenen Holzsplitter mindestens 40 Meter groß hätte sein müssen, interessierte damals niemanden. Von den unzähligen Nägeln, die angeblich die Gebeine des Heilands durchbohrt haben sollten, kann ich zu sprechen. Doch die meisten Reliquien waren allerlei getrocknete Überbleibsel von den Körpern berühmter Heiliger und Glaubensmärtyrer der vergangenen Jahrhunderte. Zumeist waren das Finger oder Zehen, Haarbüschel. Ihre Echtheit war natürlich unprüfbar. Das Ganze war auch ein ziemlich ausgebufftes Geschäft. Es gab sogar einen frühenglischen Reiseführer im 8. Jahrhundert im sächsischen Englisch verfasst, der die wichtigsten Kirchen mit Reliquien aufzählte. Alfred sollte später als König eine Obsession für Reliquien entwickeln. Es ist nicht schwer anzunehmen, dass diese Passion hier in Rom ihre Wurzeln hat, aber auch ein wenig von seinem Vater abgeschaut wurde. Im Mittelpunkt dieser ungewöhnlichen Reise stand jedoch etwas ganz anderes. Eine äußerst symbolhafte Erfahrung zwischen Papst Leo IV. Und diesem gerade mal vierjährigen Knaben. Und dieser Austausch, der sich hier während einer dieser Audienzen ereignet hatte, ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es meistens ist, historische Vorgänge korrekt zu interpretieren oder, um Wittgenstein nachzuempfinden, zumindest korrekt genug zu interpretieren. Was war geschehen? Nun, Leo IV. In vollem päpstlichen Ornat nahm den Jungen in die unterirdischen Korridore der Basilika des heiligen Peters und dort salbte er den Jungen, krönte ihn zum König, erklärte ihn zu seinem Patenkind und konfirmierte ihn. Das volle Programm der christlichen Liturgie und ein unmissverständliches politisches Statement, das der Junge nach Hause nehmen konnte. Æthelwulf hätte nicht zufriedener sein können. Nun muss man natürlich ein wenig innehalten. Zum einen ist Asser unsere einzige Quelle und das ist letztendlich zu wenig, um es als eine hundertprozentige Gewissheit zu betrachten. Zum anderen mag hier seitens des Papstes eine gewisse Hyperbel bestanden haben. Er konnte ihn nicht wirklich zum König bestätigt haben, da Alfreds Vater Æthelwulf ja noch immer König war und Alfreds ältere Brüder eine deutlich stärkere Aussicht auf den Thron besaßen. Elred von Rievolks kolportierte daraus im 12. Jahrhundert, also 300 Jahre später, dass Papst Leo IV. Die Hellsicht besaß und die Zukunft sehen konnte. Es erscheint mir wahrscheinlicher, dass Leo sich ein wenig augenzwinkernd aus dem Fenster lehnte, um dem Jungen eine Freude zu machen, gewahr dessen, dass er, der Papst, der zu jenem Zeitpunkt bereits 63 Jahre alt war, nicht mehr am Leben sein würde, wenn Alfred das Alter erreichte, wo er hätte König werden können. Doch zugleich lag dem Papst offensichtlich viel daran, über Alfred ein deutliches Signal an Æthelwulf zu senden, dass der Heilige Stuhl Wessex unterstützte und seinen Widerstand gegen die Wikinger anerkannte. Dies ist eben auch eine Ära, die viel von Geschichten und Narrativen lebt. Es ist beinahe so, als ob der Papst hier dem Jungen auch ein kleines Geschenk in die Hand legt. Denn dieses Ritual findet nicht in Einsamkeit statt. Es sind Alfreds Leute dabei, seine Beschützer und seine diplomatischen Begleiter. Sicherlich auch viele Kleriker. Ich wäre nicht überrascht, wenn da in Wirklichkeit 60 oder 100 Leute in der Basilika dabei sind. Und in der Tat würde Alfred in späteren Jahrzehnten dieses Ereignis, also dieses politische Geschenk des Papstes, durchaus in sein eigenes biografisches Narrativ legen. Als König gab sich Alfred dann gerne den Anschein des angekündigten und des auserwählten christlichen Herrschers. Justin Pollard spricht von »The Aura of Preordained Greatness«. Und ich habe in der letzten Folge ein wenig angeschnitten, wie ungewöhnlich eine gottgewollte Rolle als König von Wessex damals für die angelsächsische Bevölkerung war, angesichts dessen, dass die Könige damals noch von den Thanes und Eldermen ausgerufen wurden und häufig überhaupt keine Erbschaftslinie des Blutes besaßen. Hier wird also auch deutlich, weshalb man heute und rückwirkend von Alfred als etwas gänzlich Neuem spricht. Man sagt gerne, der König, der England erschuf. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Alfred seine Region näher an ein fränkisches Herrschaftsmodell führte und somit in jenes Mittelalter, das man heute eher mit England assoziiert. Aber auch in England der Blutdynastien, die göttliche Gunst für sich beanspruchen und als Bewahrer des wahren Glaubens gelten. Und es war nicht unerhört, dass der Papst hohe Adlige salbte und damit ihre Zukunft als einen der Herrscher heraufbeschwor, wenn dies zum Beispiel eine familieninterne Fehde verhindern konnte.
Nur Jahre zuvor hatte Leo III. Karl als Kaiser gesalbt, aber auch dessen Sohn Lothar als so eine Art Co-Kaiser. Für all das hatte es bereits Präzedenzfälle im Römischen Reich gegeben, wo in den byzantinischen Jahren zwischen Augusten und Cäsaren unterschieden wurde. Aber vergessen wir nicht die Möglichkeit, dass dies alles mehr eine herzliche, etwas augenzwinkernde Handlung sein konnte, in sich gänzlich unverbindlich und 30 Jahre später sicherlich nur eine angenehme, verblassende Erinnerung im Gedächtnis eines sächsischen Briten, der entweder König werden würde oder nicht. Doch das war nichts, worüber sich Leo IV. Den Kopf zerbrechen musste. Die Delegation blieb nicht allzu lange und im Frühling des nächsten Jahres 854 war Alfred zurück in den Armen seines Vaters. Er hatte im Alter von 4 Jahren mehr gesehen, als die meisten seiner Landsleute in einem gesamten Leben sehen sollten. Lange ist Alfred nicht weg gewesen, doch in dieser Zeit sind viele beunruhigende Dinge passiert, die verdeutlichen, weshalb sein Vater nicht selbst diese Reise unternommen hatte. Die Ältermänner von Kent und Surrey waren gegen Wikinger gefallen und beide Niederlagen zogen herbe Verluste an Menschenleben nach sich und waren eine starke Schlappe für das Haus Wessex und Kent. Vermutlich fällt in diese Zeit auch der Tod von Alfreds Mutter Osbur oder Osburga, doch die Faktenlage hier ist derartig dünn. Im Grunde ist über sie fast nichts bekannt außer jener Anekdote, dass sie vor ihrem Tode Alfred ein Buch mit Gedichten gab, da er einen Wettbewerb unter seinen Brüdern gewann, wer als erster ein Gedicht aus dem Buch auswendig lernen konnte. Eine Geschichte, die vermutlich mehr einer Legende gleicht. Sie wird aber von dem Zeitgenossen Asser festgehalten, somit aus einem anderen Grund interessant. Nicht so sehr wegen ihrem Wahrheitsgehalt, denn ich vermute, diese Anekdote ist erfunden. Doch Asser als ein Chronist des 9. Jahrhunderts belegt hier, dass es für eine edelgeborene angelsächsische Frau jener Jahre nicht ungewöhnlich war, lesen und schreiben zu können, sondern sogar eine literarische Bildung zu besitzen. Alfreds Rückkehr und der Bericht von den Begegnungen in Rom dürfte rundum als eine diplomatische Erfolgsgeschichte gefeiert worden sein. Aethelwulf beschloss hierbei, einige ungewöhnliche Fakten zu schaffen. Vermutlich brütete er schon eine Weile über die Fragen rund um seine Nachfolge. Er wusste genau, wie sein Vater Egbert ihm einst den Weg auf den Thron mit flächendeckenden Bestechungen geebnet hatte. Aethelwulf fand, dass es an der Zeit war, selbst diese Strategie anzuwenden. Der wichtigste Aspekt solcher Bestechungen war natürlich Landvergabe. Dies war immerhin etwas, das ein König großzügig tun konnte. Immerhin erschienen damals alle Ländereien fast endlos und man brauchte oft Tage, um überhaupt einen Wald zu durchqueren. Ein König konnte Ländereien verschenken und sparte sich damit den Griff in die Reichstruhe, wo Gold und Geld lag. Schenkungen wurden meistens in 2 Ausführungen geschrieben. Ein Dokument erhielt der Beschenkte und das andere ging in das königliche Archiv. So konnte auch Generationen später ein Besitzanspruch geprüft werden, zumindest wenn der Zahn der Zeit das Dokument nicht gänzlich unlesbar gemacht hatte. Nagetiere, Motten und Schimmel versuchten stets ihr Bestes, um mittelalterliche Dokumente zum Verschwinden zu bringen. Deshalb haben wir davon heute so viel weniger, als damals eigentlich im Umlauf war. Von den häufigen Bränden gar nicht zu sprechen. Aethelwulfs Bestechungsorgie war in der angelsächsischen Geschichte geradezu beispiellos und richtete sich vorrangig an die Kirche. Aethelwulf sprach im Grunde 10% von Wessex der Kirche zu. Eine solche Schenkung bezeichnete man damals mit dem Lehnwort Decimationem, also wörtlich eine Schmälerung oder Verminderung. Daraus entwickelte sich dann im alten Englisch für diese Schenkung der Ausdruck The Decimation of Aethelwulf, was natürlich zunehmend auch als ein Wortspiel empfunden wurde, da Decimation zugleich auch Schwächung oder Dezimierung bedeuten kann. Aethelwulf vergaß aber auch nicht, seine eigenen Thanes und Landesherren mit neuen Schenkungen zu berücksichtigen und schwor sie damit auf seine Politik ein. Aethelwulfs konkrete Strategie hierbei ist unklar, respektive steht zu tief im Nebel der Geschichte. Doch Justin Pollard mutmaßt, dass Aethelwulf nach der Rückkehr seines 4-jährigen Sohnes Alfred aus Rom nun noch mehr von der Idee beseelt war, selbst nach Rom zu gehen. Und seines kleinen Sohnes erfolgreiche Mission bestärkte ihn darin nur. Seine massiven Schenkungen links und rechts an Klöster und säkulare Landesherren sollte ihm Zeit kaufen. Sie sollte eine Stabilität erwirken, die stark genug war, um die Dauer einer solchen Reise durchzuhalten, sodass Aethelwulf nicht gezwungen war, aus Rom nach Hause zu eilen, um sein Reich in Trümmern vorzufinden.
Wobei damals wohl die größte Sorge eines angelsächsischen Königs wohl darin bestand, dass er nach einer Auslandsreise einen anderen Mann auf seinem Thron fand. Als letzte Maßnahme vor seiner Abreise musste Æthelwulf offiziell seine Vizekönige benennen, die in seiner Abwesenheit das Reich bewahrten. Dies wäre Generationen zuvor ein langwieriger Prozess gewesen, bei dem unzählige Eldermen und Thanes mitzureden hätten. Ein Problem, das Æthelwulf mit seinen Schenkungen weitgehend eingeebnet hatte, so dass er nun, ähnlich wie sein Vater Egbert, recht dynastisch verfahren konnte. So rief er mit der Unterstützung der Edelleute seinen ältesten Sohn Æthelbald zum Herrscher über Wessex und den etwas jüngeren Sohn Æthelbert zum Verwalter der Provinzen Kent, Surrey, Essex und Sussex. Æthelwulf brach im nächsten Jahr nach Rom auf. Er nahm den kleinen, nun schon fünfjährigen Alfred mit sich, der neben dem König von Wessex vermutlich eine gute Figur als reiseerfahrener Pilger machte. Für Alfred war diese zweite Romreise nun eine gänzlich andere Erfahrung. Beim ersten Mal war dies eine relativ verschwiegene Operation, bei der man die Präsenz eines jungen Prinzen Canis erst arg auf die große Glocke hängte. Außer natürlich dort, wo es angebracht war, entsprechende Beamte und Landesherren über die herannahende Reisegruppe aus Edlen zu informieren. Doch nun war alles anders. Ein echter König, der durch europäische Ländereien reiste, war alles andere als inkognito. Æthelwulfs Ziel war Rom, doch auch entlang des Weges konnte man nicht auf einen gewissen Pomp verzichten, galt es doch auch das Land zu repräsentieren. So wurde man natürlich mit Pauken und Trompeten am Hofe des befreundeten Königs Karl des Kahlen empfangen. Karl der Kahle, der Enkel Karls des Großen, erhielt nach dem Vertrag von Verdun ja die Krone von Westfrancia. Er war zum Zeitpunkt von Æthelwulfs Ankunft ein vergleichsweise junger König von 31 Jahren und sollte 20 Jahre später selbst Kaiser werden. Karl der Kahle geleitete schließlich persönlich mit seiner Armee die Reisegruppe bis an die Reichsgrenzen und Æthelwulf und Alfred betraten das Reich des streitsüchtigen Kaisers Lothar, der zugleich der König der mittleren Francia war. Lothar war eine merkurische Gestalt und das Durchkreuzen seines Reiches war sichtlich etwas, das alle verunsicherte. Karl der Kahle hatte hier keinen Einfluss, doch er organisierte vorher, dass Markwart, der ehemalige Abt des Klosters Prüm in der Eifel in Rheinland-Pfalz, sich der Delegation anschloss. Das Kloster Prüm hatte seit Generationen eine tiefe Bedeutung für die Karolinger. Es wurde von Bertrada der Älteren gegründet, der Urgroßmutter Karls des Großen. Karl der Kahle war dort als Junge aufgewachsen und erhielt dort seine Bildung. Die Gegenwart des in mittleren Franzien und Norditalien hochrespektierten Markwart sollte dazu beitragen, dass entlang des Weges keine Übergriffe an den Angelsächsen stattfanden. Vor den Augen des Abtes von Prüm hätte ein solcher Überfall unbeschreiblich schändlich gewirkt. So traf die Reisegruppe um König Æthelwulf unverletzt in Rom ein. Für den kleinen Alfred muss dies seltsam gewirkt haben, denn die Reisenden begaben sich natürlich wieder in das kleine angelsächsische Viertel, unweit des päpstlichen Domizils. Doch während Alfred damals eine eher baufällige Anlage betreten hatte, die noch immer die Spuren der Feuerbrunst von 817 und des Sarazenenangriffs von 846 trug, war das Viertel nun komplett saniert. Leo IV. Wusste schließlich von Æthelwulfs Reise und ließ deshalb das sächsische Viertel komplett restaurieren, bevor der König eben eintraf. Einige Leute werden dabei ganz schön geschwitzt haben. Die Ankunft war aus einem deutlich triftigeren Grund verwunderlich. Denn Papst Leo IV. Empfing die königliche Delegation nicht. Stattdessen erfuhr Æthelwulf, dass der Papst am 17. Juni verstorben war. Also zu einem Zeitpunkt, als die Reisegruppe noch unterwegs war. Für Alfred war dies eine traurige Neuigkeit. Leo IV. War sein Taufpate und es war noch gar nicht so lange her, als der kleine Alfred seine Mutter verlor. Für Æthelwulf war dies ein unangenehmer Rückschlag, denn jener Papst, der dem kleinen Alfred so zugeneigt war und der bereit war, sich für das Haus Wessex einzusetzen, war nun weg. Und mit ihm möglicherweise der gute Wille des päpstlichen Stuhls, die Angelsachsen politisch im Kampf gegen die Wikinger zu unterstützen. Es muss sich für Æthelwulf angefühlt haben, als wäre er bei einem Brettspiel wieder auf Feld Nummer 1 gelandet.
Leos Tod zog jedoch weitere komplexe Konsequenzen nach sich. Denn während Leo zu Lebzeiten zwischen Lothar und seiner Familie vermittelnd und deeskalierend gewirkt hatte, wählten die römischen Kleriker nun Benedikt III. Zu Leos Nachfolger. Dieser Papst war jedoch dafür bekannt, Lothar gegenüber sehr kritisch zu stehen. Und Lothar ärgerte sich darüber, dass die Römer ihn bei der Wahl des neuen Papstes nicht konsultiert hatten und setzte kurzerhand Anastasius als den Gegenpapst ein. Für einige Tage ging das sogar gut und Anastasius bezog den Lateranpalast, während Benedikt III. In einen Kerker gesteckt wurde. Doch diese Handlung stieß bei der römischen Bevölkerung auf und ich vermute, dass die lokalen Priester nicht zögerten, die Leute gegen Lothar aufzuwiegen. Immerhin war Benedikt III. Zuvor der Bischof von Rom gewesen und entsprechend populär. Die fränkischen Vertreter in Rom erkannten schnell, dass sie Hals und Kragen riskierten und so flohen sie lieber nach Norden und überließen Anastasius seinem Schicksal. So wurde Benedikt III. Sogleich befreit und Anastasius eingekerkert. Doch Benedikt rächte sich an seinem Gegner nicht und entließ ihn lieber in ein unversehrtes Klosterleben. Das alles ereignete sich nur Wochen, eigentlich nur Tage, bevor Aethelwulf in Rom eintraf. Benedikt III. War zwar gerade wieder in Freiheit, doch Rom war von Ungewissheit beseelt, wie das Tauziehen zwischen dem neuen Papst und Kaiser Lothar ausgehen würde. Der König von Wessex kam nicht mit leeren Händen. Die Reisegruppe transportierte wertvolle Geschenke für Papst Leo IV., die nun schnell dem neuen Papst Benedikt als Geschenke präsentiert wurden. Und so baute der König zügig eine neue diplomatische Freundschaft mit dem Papst auf. Hinzu kam, dass schon bald die Nachricht nach Rom eintraf, dass Kaiser Lothar verstorben war. Man munkelte, dass dies ein Zeichen war, denn Lothar soll am selben Tag gestorben sein, an dem Benedikt III. Schließlich als Papst gekrönt wurde. Das war vermutlich eine Übertreibung, wobei nicht auszuschließen ist, dass der als Choleriker verschriene Lothar durch die Mitteilung aus Rom vielleicht einen Wutanfall und einen Herzinfarkt bekam. Ich spekuliere gerade. Wäre aber eine legitime Romanszene. Aethelwulf und Alfred blieben ein ganzes Jahr in Rom. Das hatte auch damit zu tun, dass Aethelwulf zu jenem Zeitpunkt wohl einen starken Fimmel für Reliquien und Wallfahrtsstätten entwickelt hatte und allein in Rom gab es damals einige hundert Sehenswürdigkeiten, die entweder Reliquien besaßen oder als sakrosankte Orte galten. Aethelwulf wollte sie alle besuchen und ging die Sache mit erstaunlicher Sportlichkeit an. Es ist ein interessanter Zufall, dass ausgerechnet in dieses eine Jahr, in dem Aethelwulf und Alfred in Rom verweilten, die Legende von der rätselhaften Päpstin Johanna fällt. Justin Pollard wundert sich, ob dies so ganz zufällig sei. Seemannsgarn und Gerüchte waren in den Straßen von Rom vermutlich sehr beliebt und dass der König eines fernen angelsächsischen Reiches lange Zeit in Rom weilte, war vermutlich normales Tagesgespräch und somit vielleicht auch etwas, woran sich viel später jene erinnerten, die in diesen Tagen noch Kinder oder Jugendliche waren. Das sprach sich herum, auch ohne die Existenz von Instagram. Denn es fällt das kleine Detail auf, dass die Päpstin Johanna, die sich für einen Mann ausgab und unter dem päpstlichen Namen Johannes Anglicus, also Johann der Englische, auftrat, eine Angelsächsin war, respektive eine Britin, also eine fiktive Landsfrau von Aethelwulf und Alfred. Wie gesagt, diese ganze Geschichte mit der Päpstin Johanna ist sichtlich eine Erfindung, doch eine Erfindung, die schon sehr früh in Umlauf war und bereits im 13. Jahrhundert vielerorts aufgezeichnet wurde. Was den Gedanken nahelegt, dass diese Legende in den 300 Jahren zuvor mündlich entstanden war, vielleicht basierend auf dem bruchstückhaften Wissen, dass sich im Todesjahr von Leo IV. Zahlreiche Würdenträger aus Britannien in Rom aufhielten, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass in der Reisegruppe von Aethelwulf auch nur eine Frau dabei war. Doch das nur am Rande. 856 brachen die Angelsachsen wieder auf Richtung Heimat. Die Länge ihres Aufenthaltes in der heiligen Stadt hatte sicher auch damit zu tun, dass Aethelwulf diese recht aufwendige Operation nicht einfach in Ungewissheit vergeuden wollte. Als er und der kleine, inzwischen sechsjährige Alfred Rom verließen, war Papst Benedikt III. Fest etabliert und die Beziehung zwischen Rom und Wessex stand auf festen Beinen. Die Reisegruppe überquerte erfolgreich Norditalien und erreichte nach einigen Wochen den Hof von König Karl dem Kahlen. Hier spielte Aethelwulf seine letzte große Karte bei dieser strategisch relevanten Wallfahrt aus. Nach Osbers Tod war er Witwer und nach sächsischem Recht stand ihm zu, erneut zu heiraten.
Die Vermählung mit einer Vertreterin der karolingischen Dynastie war noch immer, ungeachtet der zunehmend porösen Politik der karolingischen Erben, ein wertvoller Schachzug, der dem relativ kleinen Reich Wessex eine Menge politisches Kapital bescheren würde. Zugleich wusste Æthelwulf sehr genau, wie eine Generation zuvor der mächtige König Offa von Mercia bei Karl dem Großen aufgelaufen war, als er versuchte, sich in dessen Familie einzuheiraten. Die Dynamik hatte sich seitdem kaum geändert. Noch immer galt es als ein schlechtes Geschäft, wenn die mächtigere, die größere Dynastie die Töchter stellte, denn diese Ehen brachten mehr Verpflichtungen als Vorzüge für die Familienoberhäupter. Der nachvollziehbarere Weg war eher, dass das weniger mächtigere Reich die Prinzessinnen stellte, so dass die größere Dynastie immerhin eine potenzielle Aussicht darauf besaß, eines Tages einen eigenen Sohn auf den Thron des anderen Reiches zu stellen, anstelle zu riskieren, dass der Vertreter des weniger wichtigen Reiches plötzlich eines Tages auf dem eigenen Thron saß. Somit war das ein riskantes Spiel, das Æthelwulf hier spielte, denn er riskierte ähnliche Brüskierungen wie damals Offa, der bei diesem Versuch viel von seinem politischen Kapital auf dem europäischen Festland verspielt hatte. Doch das war natürlich damals Karl der Große, der mächtigste Mann der bekannten Welt und jemand, dem Größenwahn nicht ganz fremd war. Ich vermute mal, dass Æthelwulf glaubte, zu jenem Zeitpunkt den jungen König Karl gut genug zu kennen, um einschätzen zu können, ob er mit ihm ein solches Gespräch führen würde. Doch Karl der Kahle war nicht sein Großvater. Karl der Große hatte seine Töchter ermuntert, außereheliche Beziehungen zu führen oder Männer zu heiraten, die politisch unbedeutend waren. Auf diese Weise hielt er sich all den Ärger fern, der mit einem mächtigen, hochgeborenen Schwiegersohn einhergeht. Karl der Kahle musste pragmatischer sein, besaß aber eine Menge politischer Gerissenheit. So ging er auf Æthelwulfs Idee ein und gab ihm die Hand seiner Tochter Judith. Judith war damals 12 Jahre alt, Æthelwulf war gerade 50 geworden. Dem modernen Menschen dreht sich bei dieser Verhältnismäßigkeit der Magen um, doch in dem mittelalterlichen Game of Thrones war dies keine so ungewöhnliche Situation. Dies war Politik. Und Æthelwulf glaubte sich nun endgültig am Ziel seines Projekts, auf dem Festland mit dem Oberhaupt der Kirche und mit einem der mächtigsten säkularen Herrscher eine feste und unverrückbare Allianz gegen die Wikinger geschmiedet zu haben. Doch dieses politische Ehebündnis sollte einen hohen Preis haben. Kein Karolinger hätte seine Tochter einem anderen König gegeben, ohne ein massives Gegengewicht zu erschaffen. Und das hatte es in diesem Falle in sich. Zuerst konfrontierte der 32-jährige König von Westfrancia seinen Gast und neugewordenen und fast 20 Jahre älteren Schwiegersohn mit einem unbeschreiblichen Pomp. Die Hochzeitsfeier hatte sichtlich die Aufgabe, Æthelwulf einzuschüchtern. Dies war eine riesige Zeremonie, der tausende Gäste beiwohnten und an Frohsinn und Buntheit kaum zu übertreffen war. Keiner der anwesenden Briten hatte jemals zuvor so etwas gesehen. Dann vollführte Hincmar, der Erzbischof von Reims, die Vermählung und anschließend der Salbung der Prinzessin. Der Ritus setzte sich fort und verwandelte sich zügig in eine Art Koronation. Vor Æthelwulfs Augen wurde Judith zur Königin geweiht, mit Hincmars Worten, dass Gott die junge und reine Prinzessin nicht nur dazu auserwählt hatte, die Gattin an der Seite des Königs von Wessex zu sein, sondern seine Königin zu sein. Hincmar berührte die Stirn der Prinzessin mit einem Olivenzweig und der royale Trick war vollführt und die kindliche Prinzessin verwandelte sich vor den Augen aller zu einer vollwertigen Königin, auf deren Thron in der Übersee wartete. Æthelwulf wird dabei ganz schön geschluckt haben, denn dies geschah unter den Augen von Tausenden und während da hunderte Augen auf sein Gesicht gerichtet waren, konnte er sich kaum anmerken lassen, dass das nicht der Status quo war, den er im Sinne hatte. Denn zum einen war es in der angelsächsischen Kultur nicht üblich, Frauen an den Regierungsgeschäften zu beteiligen. Ehefrauen von Königen waren dort Ehefrauen von Königen, sie waren keine Königinnen. Æthelwulf wird sich schon dort, während Hincmar von Reims ihn segnete, gedacht haben, dass es verdammt schwierig sein würde, diese Sache der Bevölkerung von Wessex zu verkaufen. Vor allem den stirnrunzelnden Eldermen und Thanes, dass er mit einer ausländischen Braut nach Hause kam, konnte man noch gut als einen Erfolg drehen, zumal sie Karolingerin war. Doch die Idee, dass er eine Königin mitbrachte, konnte sehr problematisch werden.
Und umgekehrt konnte zu diesem Zeitpunkt niemand vorhersehen, welche Erwartung eigentlich Karl der Kahle an diese Sache knüpfte und zu welchem Maße er dies nutzen würde, sich in die interne Politik von Wessex einzumischen. Es wird also eine besondere Stimmung geherrscht haben, als Æthelwulf Mitte Oktober 856 über den Ärmelkanal übersetzte. Das Wetter war wohl recht übel und unter anderen Umständen wäre es ratsamer gewesen, auf bessere Verhältnisse zu warten. Doch es sagt viel aus, dass Æthelwulf auf eine Überfahrt drängte. Er wusste genau, dass die Nachricht von der Vermählung mit Königin Judith ihn um Tage vorauseilte. Und der König wollte nicht, dass die Ältesten und die Thanes in seiner Abwesenheit in viel zu hitzige Debatten verfielen. Für den kleinen Alfred wird dies ebenfalls eine seltsame Angelegenheit gewesen sein. Es lag noch gar nicht so lange zurück, da er seine Mutter Osberg verlor, und nun kehrte er mit einer ihm fremden Stiefmutter nach Hause, die nur 6 Jahre älter war. Und auch Judith wird sich ihre Gedanken gemacht haben. Sie hatte den luxuriösesten Königshof der Welt verlassen, um de facto bei herben Barbaren zu leben, die ihre Häuser noch immer überwiegend aus Holzbalken bauten. Als ich vor vielen Jahren meinen ersten Band von Kallion schrieb, war die Gestalt der Linetherion sichtlich von Judith inspiriert. Ich hatte sie damals nur ein kleines wenig älter gemacht, weil ich mir dazu keine bizarren Vorwürfe anhören wollte. Aber die wahre Menschheitsgeschichte ist an Härte und Entbehrung gegenüber Frauen und vor allem jungen Mädchen unübertreffbar. Da kann die Fiktion in Wirklichkeit kaum mithalten. Das gilt bis heute. Justin Pollard merkt ironisch an, dass das kalte Herbstwetter deutlich milder war als die Kälte, die Æthelwulf beim Betreten seines Reiches erwartete. Nach der erfolgreichen Wallfahrt in die heilige Stadt Rom hätte seine strategische Heirat mit einer Karolingerin eine Krönung dieses politischen Unterfangens werden sollen. Doch hier schließlich hatte sich Æthelwulf geirrt, denn er schätzte die Lage in seinem Land falsch ein und erkannte nicht, dass er es war, der in eine Familie eingeheiratet hatte, die von Chaos und Zerfall beseelt war, und dass seine Landsleute nicht zulassen würden, dass er dieses Chaos auch in ihren Reihen entfachte. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.